Hallo Leute, Apple hat die Beta 3 von macOS Monterey veröffentlicht. Was sich hier verändert hat und was ihr sonst noch so über die Beta 3 wissen müsst, zeige ich euch in diesem Video. Gleich zu Beginn eine wichtige Info für all die Public Beta Tester. Inzwischen hat Apple auch schon die Public Beta 3 veröffentlicht, für macOS Monterey und all die anderen Updates. Kommen wir als erstes zu Safari. Das neue Tab-Design in Safari hat bisher vielen gefallen, aber zu vielen Leuten hat es auch nicht gefallen. Und Apple hat in dieser Situation, finde ich, das Beste gemacht, was Apple hätte machen können. Wir haben jetzt hier die Wahl. Was heißt das genau? Das heißt, standardmäßig haben wir jetzt hier wieder die alte Version. Zwar in einem neueren Design gegenüber Big Sur, aber im Prinzip ist das dasselbe, wie wir es unter Big Sur hatten, mit den Tabs unterhalb der Such- und Adressleiste. Und dann mit den ganzen Elementen rundherum, wie wir es eben von Big Sur können, mit den Buttons oben, dem Aktualisieren-Button, der immer da ist und so weiter. Aber, wie eben schon gesagt, man hat jetzt hier die Wahl. Das bedeutet, unter Darstellung kann ich jetzt hier auf Show Separate Tab Bar gehen, beziehungsweise das in diesem Fall deaktivieren. Und dann habe ich wieder diese neuere Ansicht, wie wir sie jetzt mit macOS Monterey hinzubekommen haben. Das heißt, Tabs sind jetzt mit der Such- beziehungsweise Adressleiste vereint und das Ganze ist etwas kompakter. Was einem besser gefällt, muss natürlich jeder für sich entscheiden, aber schön ist ja, dass man jetzt hier die Wahl hat. Diese Veränderung bringt auch eine weitere Veränderung mit sich. Wenn ich jetzt dieses neue Tab-Design hier benutze und dann auf Symbolleiste anpassen gehe, dann sieht das unter Monterey jetzt so aus. Neu unter der Beta 3 ist jetzt, dass wenn ich die Darstellung mit den separaten Tabs wähle, ich jetzt unter Symbolleiste anpassen hier wieder die Darstellung habe, diese längliche Darstellung, wie wir sie von macOS Big Sur kennen. Außerdem ist jetzt hier neu dieser Button Datenschutzbericht hinzugekommen, den ich hier oben irgendwo hinziehen kann. Hier ein Screenshot von der Beta 2, wo wir sehen können, dass es diesen Button noch nicht gab. Gut, dann kommen wir zu was ganz anderem. Wenn ich in den Einstellungen zum Bereich Displays gehe und dann hier unter Display hinzufügen auf weitere Optionen, dann habe ich jetzt hier zwei Einstellungsmöglichkeiten für Universal Control. Eine der wahrscheinlich interessantesten Neuerungen von macOS Monterey. Mit dem oberen Punkt ist wahrscheinlich die grundsätzliche Funktion hier gemeint, dass ich eben ein und dieselbe Maus und Tastatur für mehrere Macs oder iPads, die sich vor mir befinden, verwenden kann und dann auch Drag and Drop zwischen diesen Geräten so sehr einfach nutzen kann, wie ihr das hier seht. Bei der zweiten Einstellung steht, erlaube dem Cursor zu einem Mac oder iPad in der Nähe eine Verbindung herzustellen, indem du ihn an den Rand des Bildschirms drückst und damit ist höchstwahrscheinlich diese Funktion hier gemeint. Dass ich eben eine Verbindung herstelle, indem ich den Cursor von meinem Mac über den Rand hinweg zum anderen Gerät hindrücke. Leider ist es aber hier unter der Beta 3 noch nicht möglich, diese Funktion zu nutzen. So gibt es Apple auch in den Release Notes der Beta 3 an. Nämlich, dass hier die Einstellungen für Universal Control mal hinzugefügt wurden, diese Funktion mit diesem Release aber noch nicht genutzt werden kann. Ich bin aber schon sehr gespannt darauf und werde euch das auf jeden Fall ausführlich zeigen, sobald es in der Beta-Phase hinzugefügt wird. Hier sehen wir jetzt wieder eine Aufnahme von der Beta 2. Und wir sehen, unter den Widgets fehlen da ein paar, die wir von macOS Big Sur kennen. Keine Sorge, die sind jetzt unter der Beta 3 wieder zurück. Bildschirmzeit, Uhr und Wetter wurden hier wieder hinzugefügt und vor allem das Wetter-Widget hat diese leicht veränderte Darstellung, wie wir sie auch von iOS 15 kennen. Unter der Beta 2 war macOS Monterey voller Bugs und mit der Beta 3 wurden jetzt viele damit behoben. Insgesamt 30 Fehlerbehebungen listet Apple hier, aber es werden hier noch über 30 Fehler als bekannt gelistet und müssen noch behoben werden. Es wird hier aber auch noch einige Beta-Versionen dafür geben. Bezüglich Performance bin ich der Meinung, dass das in der Zwischenzeit schon besser geworden ist. Performance, aber auch Stabilität im Allgemeinen ist aber trotzdem noch nicht so, wie ich es von macOS Big Sur gewohnt bin. Und ich habe jetzt hier mit dem 16 Zoll MacBook Pro mit i9 auch nicht gerade ein langsames oder altes MacBook. Einige Erfahrungsberichte zeigen aber, dass die Beta von macOS Monterey grundsätzlich etwas besser auf M1 Macs läuft. Ihr könnt aber natürlich auch gerne eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben, sofern ihr die Beta von macOS Monterey testet. Hinsichtlich Akkulaufzeit sehen meine Erfahrungen ähnlich aus. Es ist besser geworden, aber es ist noch nicht auf dem Niveau von macOS Big Sur. Zumindest hier auf diesem MacBook, denn das wird sicherlich auch vom Modell abhängen, vor allem aber auch, ob man einen Intel Mac hat oder einen mit M1 Chip. Jedenfalls habe ich auch deswegen gerne immer wieder den Stromsparmodus benutzt, den es ja jetzt neu unter Monterey gibt und habe das Gefühl, dass er bereits unter der Beta etwas bewirken kann. Ja, das war dann auch schon alles, was ihr zu Beta 3 wissen müsst. Wie schon gesagt, ihr könnt auch gerne eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, dann klickt auf Abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.